Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Black Myth Wukong. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würden mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir gehen jetzt nochmal hier zum geheimen Gebiet, denn wir haben da noch was zu tun. Ja, ich habe das Item, was der Typ wollte, haben wir gefunden und das müssen wir zurückbringen. So viel Zeit muss sein. Nicht wahr? Wir wollen die Quest hier auch abschließen. Das stand hier vorne, ne? Hier in die Richtung, glaube ich. Ja, sieht so aus, als kann man da runterspringen. Also da unten ist auch noch was. Muss auch noch kurz hingehen. Ja, aber das nicht. Dahinter war die Kiste, wo die zwei Hinterhalte waren. War der hier unten? Hm. Nee, oder? Bei hier? Nee. Mein Erinnerungsvermögen ist halt nicht das Beste, wie man sieht. Hat er nicht uns hier begegnet? Nee. Sah anders aus. Weil wir auch noch eine Pastille gesehen hier, ne? Die wir auch noch looten müssten. Kommen wir zu der hin? Frage ich mich gerade. Wir haben hier eine Pastille gesehen, da müssen wir irgendwie hinkommen. Der war hier unten, ne? Ich glaube, hier war der. Aber wie kommt man da oben, frage ich mich. Ich glaube, der war hier, ne? Oder? Oh mein Gott. Sah so aus, als kann man hier hochgehen. Doch, der Typ war hier.
Hab ich das jetzt verkackt oder was? Das finde ich jetzt ein bisschen schade, wenn ich es verkackt habe. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Dass man einfach so ein. Ja, ich kann es jetzt sagen, dass man einfach so einen Boss verpassen kann. Das ist fies. Ja, also das ist wohl verbuggt. Wir können diesen Boss nicht machen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt nur 90% Let's Play haben. Ich betitel es weiter als 100%, weil das ist nicht meine Schuld, dass er nicht da ist. Er wird auch noch am Schrein angezeigt, dass er hier wäre, glaube ich. Da kann ich halt nichts für. Spiel hat mich da auch nicht gewarnt, dass irgendwelche Bosse verschwinden. Bisschen lame, dass dann Bosse einfach verschwinden. Das soll auch wohl nicht so sein, das ist wohl ein Bug, aber es ist nicht gefixt worden. Vielleicht haben wir Glück und das Let's Play zieht sich noch ein paar Wochen und dann gibt es einfach einen Bug. Ein Bugpatch, der das fixt, aber ich würde da jetzt nicht mein Geld drauf verwetten und die Leute haben geraten, dass ich mir die Backups aus dem Safe Game Ordner hole und dann wieder lade und den Boss nochmal besiege. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Nee, nee, nee. Wenn das Spiel verbuggt ist, ist es verbuggt. Dann zeige ich euch das Spiel so, wie es ist. Also mit all seinen Bugs. Und dann müsst ihr halt selber entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin ja nicht hier, um die Fehler der Entwickler zu fixen. Na, ja, das wird auf jeden Fall bis zum Ende des Spiels mir bitter nach. Also, das wird einen bitteren Nachgeschmack haben. Bis zum Ende dieses Let's Plays. Und ich werde am Ende den Credits 100% noch sagen: Ja, scheiße, dass wir nicht 100% machen konnten, weil wir einen Boss nicht machen dürfen. Tja. So ist es leider, Leute. Was soll man machen? Na gut, dann können wir jetzt wirklich weitergehen. Es gibt hier nichts mehr für uns zu tun. Wir haben alles, was man hier haben kann. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Bosse sind so ein Hauptding dieses Spiels und dann kannst du einfach Bosse verbuggen. Weil er wird, glaube ich, immer noch hier, Moment, man kann es ja gucken. Er wird, glaube ich, immer noch angezeigt, als dass er da an dem Ding ist. Ah, der wird jetzt noch nicht mal angezeigt. Okay, früher wurde er angezeigt, also haben sie ihn jetzt einfach rausgenommen aus dem Ding hier. Aus der Anzeige.
dass du einfach einen Guide brauchst, um dieses Spiel zu spielen, damit du nicht irgendwelche Bosse außer sind, die spawnst. Keine Ahnung. Schlechtes Game Design. Was ist, was es ist? Das kann man nicht beschönigen. Ist der vierte, ne? Ich glaube, wir mussten vier Stück machen. Eine Hand. Was? Was war das denn gerade? Hat er es gesehen? Oh mein Gott. Irgendwelche Cutscenes im Kampf. Und dann sind meine ganze Affenarmee wieder weg. Spare his life. Foul monkey. No matter how many times you reincarnate, you're still blind to the ways of this world. Now, in your folly, you've hindered the dealings of the court. But above that, you've given a girl who knows no limits a false hope. I shall transform her into a mighty golden pill and keep it safe for you. Think about her, won't you? Should you feel like stirring trouble in your next life? Müssen wir nochmal zurück zum optionalen Gebiet, weil wir die eine Pastille vergessen haben oder diese eine Ding, was wir looten konnten. Wo wir noch herausfinden müssen, wie man da hinkommt. Nämlich eine Neuner-Pastille. Maximale Ausdauer stark erhöht. Okay, wir müssen halt trotzdem nochmal zurück, leider. Also, was war das jetzt für ein Bosskampf? Warum hat der mittendrin einfach geendet? Also, das Spiel ist ein wenig komisch heute. Ich hoffe, das ist nicht der Weg weiter, sondern der Weg zu einem Meditationsspot oder so. Oder zu einer Kiste halt, ja. Das ist auch okay. Siebenfache Herzfeuerpastille. Noten der Leere. Na gut. Dann gehen wir nochmal zurück in das Geheimgebiet. Das ist echt ein bisschen schade. Ich bin gerade echt ein bisschen salty, ne, dass der Boss jetzt weg ist. Ich finde das Spiel ist schwierig, wo du halt einen Guide brauchst, damit du die 100% machen kannst. Das Spiel hat sonst die 100% verhindert.
Und ich wette mit euch, die Antwort der Entwickler ist dann ja NG Plus. Machst doch im NG Plus. Nein, ich will das Spiel nicht nochmal spielen. Ich will es einmal spielen. Ich will einmal komplett alles durchspielen. Und dann will ich durch sein mit dem Spiel. Das ist scheinbar zu viel verlangt, leider. Entwicklersohn, nee, das ist zu viel verlangt, Potato. Du willst das Spiel, was du bezahlt hast, auch 100% durchspielen können? Nee. Das Lustige war ja auch, wie ich zu Black Myth Wukong gekommen bin, ne? Das war ein Spontankauf. Ich hab einfach, ich saß mit Cess im Voice, hab gesagt so, ja, keine Ahnung, ob ich das spielen soll und so. Und da habe ich halt bei ich glaube, es war Espengold, haben wir geguckt da zusammen. Da ist mir aufgefallen, dass das Spiel eher so ein Action-Adventure ist und nicht so ein Souls-like. Da habe ich einfach spontan gekauft, habe gesagt, ja, komm, kaufe ich es einfach. Ich habe auch gesehen, wie viele Leute zugeschaut haben, natürlich auch. Das heißt, es war ein großes Interesse da von Leuten. Da habe ich gedacht, komm, mach's da auch. Schaffst du auch das Spiel. Das ist kein Problem. Schaffe ich auch, nur. Echt schade, dass das mit den 100% jetzt nicht mehr geht. Wie kommt man da hoch, ey? Von dieser Seite kann es ja nicht sein, ne? Von dieser Seite kann es nicht sein, da ist kein Weg, der darüber führt. Würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht war es doch da unten. Und ich habe auch einfach Ende, ne? Oh, leider ja. Schade. Das war auch nicht lang. Sie hat auch keinen Weg dahin. Warte mal. Das ist kein Leuchten, das ist einfach nur Räucherstäbchen. Ich bin so blöd. Oh mein Gott. Das war ein Räucherstäbchen. Ich dachte, es leuchtet. Ich musste genau hingucken. Ich Idiot.
Leicht weiß ich nicht, ob das leicht ist, Troll, das kann ich nicht sagen. Also ich fand den gelben Long ziemlich schwer und ich fand auch gerade die beiden optionalen Bosse hier ziemlich schwer. Den Skorpion-Typen mehr als den anderen. Und ich meine, ich habe Elden Ring gespielt, durchgespielt, das DLC durchgespielt. Ja. Ich weiß, als Schwereinstufe würde ich schon sagen, dass es schon, dass schon knackig ist. Okay, da vorne ist noch ein Gegner. Please. You must save me. So, both my trap and my vessel failed. But how? When I saw him, I just couldn't. The destined one then arrived and bested me. Now the monkey has ransacked our hollow. A mere monkey showing such disrespect. Your wound was recovering. But now it's getting worse. Fear not, I'll deal with him. But before that, that thing of mine, do you still have it? I do. Very well. Despite all your failures, you led the destined one here. I should reward you for that. But the thing I gave you, now I must have it back! Oh mein Gott, wir kämpfen zusammen mit den Schwestern. Wie cool ist das denn? Da kämpfen die gegen mich, ne? Die kämpfen gegen ihn. Weil sie ihre Mutter, weil er unsere, ihre Mutter umgebracht hat. I might as well walk it alone. No idea. He forced my hand. She calls of your mind. Now join her in death. My plan is undone. This is your life. Yeah.
Alter, what the fuck? Mein Problem gerade ist, ist das der letzte Boss? Das ist der letzte Boss in dem Kapitel. Habe ich alle gemacht davor? Bis auf den einen, den wir nicht machen können, weil es das Spiel verbietet. Okay. Okay, wir haben alle Bosse bis auf den einen, den wir nicht machen können. Und das ist der letzte Boss im Kapitel. Also können wir da verrückt hingehen. Ah, diesmal haben wir keine Unterstützung der Spinnen. Okay. Das ist fies. Ah, da fährt er nicht volles Leben. Natürlich.
Natürlich verschwindet er immer, wenn ich eine schwere Attacke mache. Changed a bit. You fool. Warum wird mein Leben kurz angezeigt da unten links?
想伴着一路多么多么幻想走入南方穿过也不过白昼听错了风守着一路可我有多久欢喜或者哀愁绽放或者不舍永远无分下一世回眸真情难留假意为够相说今生有求下一世相遇情节再会我das Ende von Kapitel 4 rosige Wangen graues Haar Ich wieder einen schönen Wandteppich. Oder Wandgemälde. Grown in strength, but not in wisdom. You've not only hurt Bajir and his darling, but also laid waste to the seal of the High Ones. A grave misdeed. Mortal or immortal, all seek to break from the past and start anew. Yet destiny, like a lover's tongue, speaks one way. And means another. Though you may savor it yourself, you can never tell if you truly want it or not. Neues Relikt erhalten, neidvolle Zunge. Stufe 85, krieg einen neuen Geistfunken. Goldglühendes Auge. Himmlisches Band, das ist das, was wir brauchen für Mythisch zum Upgraden, ne? Aber wir haben nur eins bekommen. Long ago, the many-legged one was subdued by Bodhisattva Pilanpur and locked on Purple Cloud Mountain. Only by a plea from the Celestial Court was he spared. The immortals dispatch minions to enact their will, while they remain serene, as if playing a game of chess. Pity those pawns. They know full well what they are, yet they cling to false hopes and even take pride in it. The posts of the court have stood unchanged. But the same seat might not always be held by the same immortal. So too, the seven spider guais. They boast an endless procession of generations. Ah, even the sacred Gormond remains mundane if he clings to the ties of love. He was an admiral of the court, a pig in the mountains, and Bajir in the journey. Yet his nature remains unchanged. So be it, a guileless fool may know less sorrow. This rooster is Pilanpur's son, the Dawnstar he was called. Through him is forged the weaver's needle. The one that subdued the many-eyed master. More than that, he once crowed a giant she-scorpion to death. Indeed, he is a bane to all insects. This one must be a high immortal from the court. Amid the trials of the seven spiders and the many-eyed one, it was Bodhisattva Pilanpur who lent a hand.
No aid from the court was given. But Wukong is ever heedless of rules. He might have sought higher places for help. Ich glaube, das war alles, ne? Ich bin immer noch traurig, dass wir den einen Boss nicht machen konnten. Kapitel 5. Goldenes Kind, scharlachrotes Blut. Aschewald. Time was I guarded the Celestial River with my boys 80,000 strong, and the puny revenants dare to impede me. That grand transformation of mine was the only reason you're still standing here. A proper kneel to show gratitude would be appropriate, no? Fooled me once, never again. Deceptive tactics like this pose no threat. I'll go size them up first. Keep pace, boy. So, meine lieben Freunde, was aber hier in diesem Ascheland so los sein wird, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann, haltet ihr unsterblich und immer das Beste aus eurem Leben, euer Potato Bad. Verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.